mein Gott, Leute, ein Zuschauer von mir hat echte 11 verbleibende Gegenstände mit Videomaterial gezogen und das war in seiner Box drin. Bau dir dein eigenes Danita Case. Wähle deinen Namen, deine Spieler-ID und das passende Abzeichen aus und werde offizielles Mitglied von Team Danita auf www.merchbase.de/Danita. Jetzt, wo ich leider keinen Creator-Code mehr im Brawl Stars habe, tragt doch gerne den Creator-Code von Lukas bei euch im Shop ein. Ihr wisst es, Leute, auf Danita Ehrenbruder-Basis. Alle 7 Tage müsst ihr den Code neu eingeben. Ja, Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ja, und Leute, heute gibt es wieder ein unglaublich krasses Video, denn ein Zuschauer von mir hat echte 11 verbleibende Gegenstände gezogen. Und er hat das Ganze in einem Video aufgenommen. Das heißt, diese 11 verbleibenden Gegenstände sind zu 100% echt. Und das sind die ersten 11 verbleibenden Gegenstände, wo wir im Videomaterial haben. Es wird wirklich echt zu krass, Freunde. Gebt auf jeden Fall jetzt schon mal gerne einen fetten Daumen nach oben. Macht hier auf diesem Video mal unbedingt die 7000 Daumen nach oben voll. Würde mich sehr freuen. Checkt gerne meine zwei anderen Kanäle aus. Einmal den Kevin Spielt Kanal. Auf dem kommt jeden Tag ein Gaming-Video online, was nicht Brawl Stars ist. Und den Kevin Light Kanal. Dort gibt es jeden Tag ein neues Reaction-Video. Zu guter Letzt nächsten Samstag am 16.04. um 14 Uhr auf merchbase.de/dermerch kommen die neuen Handyhüllen raus. Die sind streng limitiert auf 1000 Stück. Ihr könnt die Handyhülle individuell an euch anpassen. Deswegen seid schnell nächsten Samstag merchbase.de/dermerch und jetzt geht es los. Also Leute, kommen wir jetzt erstmal ganz kurz dazu, was in der Vergangenheit in Brawl Stars passiert ist, denn das ist nicht die erste 11 verbleibende Gegenstände-Box, die wir angeblich bekommen haben. Wir haben in der Vergangenheit schon 12 verbleibende Gegenstände gesehen und bereits 11 verbleibende Gegenstände, die ich gefaked habe. Die möchte ich euch erstmal ganz kurz am Anfang noch einmal vorstellen. Ihr seht jetzt hier im Hintergrund einmal Gameplay bzw. Videoaufnahmen aus Lukas Video, denn er hat damals auf diese 12 verbleibenden Gegenstände Box von Puki reagiert. Puki hat das Ganze mit einer Instagram-Story promoted und in dieser Instagram-Story hat man auch die 12 verbleibenden Gegenstände richtig gesehen. Man hat gesehen, er hat die 12 verbleibenden gezogen und man hat auch gesehen, welche Brawler er gezogen hat. Das Ganze wirkte auf jeden Fall ziemlich, ziemlich realistisch. Dazu hätte er sogar auch noch einen Community-Post rausgehauen und hat das Ganze dort ebenfalls beworben. Als Puki dann Lukas aber angerufen hat, waren seine Worte ungefähr folgende. Zug. Ich war gerade im Zug nach Graz, wegen der Wohnung, weißt du, ja? Und da hatte ich keinen Empfang. Ich habe nur Zug-WLAN gehabt und dann konnte ich am Handy... Also Puki war anscheinend in einem Zug gerade unterwegs, hat dort random ein Opening gemacht und das Ganze wirkte schon nicht so ganz glaubwürdig. Und Puki hat diese 12 verbleibende Gegenstände-Box tatsächlich gefaked. Und in dem nächsten Video seht ihr einmal, wie ich tatsächlich 11 verbleibende Gegenstände gefaked habe. Aber ich habe nicht euch alle geprankt, sondern ich habe probiert, die YouTuber zu pranken. In dem Fall habe ich leider nur Lukas Brawl Stars pranken können. Ich würde sagen, wir springen mal ganz kurz in das Video rein, weil das ist wirklich echt zu witzig. So Leute, das ist das Video. Es kam auch vor über einem Jahr online am 16.01.2021. Checkt das gerne nochmal aus. Ist ein unglaublich krasses Video. Alleine den Aufwand, den ich da betrieben habe, ist wirklich ein Oscar wert. Es geht auch 15 Minuten fast, das Video. Aber das Witzige ist jetzt hier am Ende. Denn hier habe ich Lukas diese 11 verbleibenden zugeschickt. Und da reagiert Lukas auf die... auf das Video, was er zugeschickt bekommen hat. It's a prank. Lol. Oh mein Gott. Kevin einfach, oh mein Gott. So ein... Junge. Ey, das war so geil. Und Lukas hat mich dann natürlich auch angerufen. Und ja, er hat halt wirklich bis zuletzt geglaubt. Er hat sogar extra an dem Tag auch noch einen Livestream gemacht. Also, das ist wirklich komplett. Ich würde sagen, ich habe es auf jeden Fall deutlich besser gefaked als Puki. No, abgehoben. Denn Lukas hat halt wirklich geglaubt. Und jetzt vor ein paar Tagen hat bereits Lukas dieses Video hier hochgeladen, denn ein Zuschauer von dem spanischen YouTuber
Godike hat tatsächlich auf Twitter folgenden Tweet gepostet. Ihr seht ihn jetzt hier einmal ganz kurz neben mir eingeblendet. Und zwar schreibt er hier: Ich war ruhig und eine 11 erschien mir. Dies ist die beste Mega-Rate-Box und meine erste legendäre. Yes! Und ihr seht jetzt hier auch mal ganz kurz die Screenshots von ihm. Einmal diesen Screenshot hier. Und ich kann euch eins sagen, diese 11 verbleibende Gegenstände-Box ist die erste 11 verbleibende Gegenstände-Box der Welt, die überhaupt gescreenshottet wurde, beziehungsweise wo man überhaupt mitbekommen hat, dass die gezogen wurde. Und ihr seht jetzt hier, das ist hier die Übersicht von der Box. Wir sehen, er hatte natürlich die ganzen Fragmente und Ausrüstungsfragmente auch bekommen. Und am Ende sogar auch noch einen legendären Brawler gezogen, und zwar Leon. Das ist schon mal extrem krass gewesen. Aber jetzt kommen wir zu der echten 11 verbleibenden Gegenstände-Box mit Gameplay. Und zwar hat die der gute Chaos Adam 13 gezogen. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein. Ihr seht auch dann gleich, dass das Ganze nicht gefaked sein kann. Okay, und wir skippen auch mal direkt zur 11. Okay, ist nichts. Okay. Komm. Digga. 11! Digga! 11! WTF! Er zieht 11! Er rastet zwar aus, aber Junge, hätte ich 11 gezogen, ich hätte das ganze Haus zusammengebrüllt, dass man mich von hier bis einmal über den ganzen Globus gehört hätte. No way! Digga, ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Nein, oder? Doch, Bruder, doch! Sag's nicht. Ihr seht, Digga, er skippt da so full schnell durch. Hey. Digga, da stand einfach dann noch eine 10. Moment. Da stand jetzt einfach eine 10. Dann steht hier eine 9, eine 8, eine 7. Junge, das muss man fühlen, Bruder. Digga, und da blinkt jetzt einfach die 4. Junge. WTF, Mann. Die 4 blinkt, Leute. Wären das nicht 9? Die 4, okay, blinkt. Gadget. Gadget. Digga, er zieht zwei Gadgets. Eine Star-Power. Okay. Und jetzt Brawler. Legendärer Brawler. Und noch ein Gadget. Gadget, Alter. Ey, Mann, was? Aber 11 verbleibende und hier 3. Ja. Junge, es ist kein Fake. Das ist wirklich echt. Es ist wirklich echt. Er hat einfach wirklich 11 verbleibende gezogen. Ich komme nicht drauf klar. Bruder, ich muss jetzt erstmal einen Kommentar schreiben. Junge, WTF. Geisteskrank, Alter. Du musst doch viel mehr ausrasten. Ey, zu wild. Ich lasse auf jeden Fall ein Abo da. Freunde, an der Stelle war es jetzt hier mit dem Video. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie hättet ihr reagiert, wenn ihr 11 verbleibende Gegenstände gezogen hättet. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Schaut unbedingt bei Chaos Adam vorbei. Link zu seinem Video und auch zu seinem Kanal ist in der Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis dann, haut rein und ciao, ciao.